Servus! Grüß euch, meine Freunde, hier im nächsten Death Profile, und zwar heute für unser Future Card Body Fight Ace, und zwar unsere schwarze Organisation zu unserem Detective Conan Case Closed Promo-Format, sage ich jetzt einfach mal, beziehungsweise zu der geilen Booster-Serie. Wie gesagt, die Männer in Schwarz. Und ich würde sagen, starten wir direkt rein! Jawohl, und zu unserer schwarzen Organisation beziehungsweise zu den Männern in Schwarz habe ich mir dementsprechend ein Deckprofil überlegt. Ich bin tatsächlich jetzt wieder ehrlich, ich habe es natürlich auf Wermut gebaut mit Gin und Wodka. Ihr könnt es natürlich dementsprechend auch bei zwei Starterdecks etwas anders bauen. Aber ich habe jetzt trotzdem, weil ich ja Wermut so cool fand, als Buddy auserwählt, und zwar die Secretive Wermut, weil wir die dementsprechend öfter hatten. Und ja, mit einem Gage und eine Black Organisation Charakterkarte auf dem Feld auf die Hand nehmen, können wir sie quasi beschwören. Und ja, heute wieder der Fokus mega gut. Und dementsprechend hat sie dann den Effekt, dass wenn sie gecallt wird, können wir sie auch als Counter-Effekt callen. Das ist ihr Effekt allgemein. Also sind die Effekte von den ganzen Mitgliedern der schwarzen Organisation. Und wenn sie eben das Spielfeld betritt, können wir bis zu eine Karte des Gegners auf die Hand zurückschicken, die sich auf dem Feld befindet. Und ja, fand ich eigentlich mit den stärksten Effekt, den wir so haben. Deswegen spielen wir unsere Wermut als Buddy und haben dementsprechend zu unserer Flagge und unserem Field Sender, beziehungsweise unserer Flagge und dem Live Counter natürlich, noch dementsprechend vier Kopien von unserer Wermut in dem Deck drin. Ihr könnt das aber natürlich auch dementsprechend auf Gin oder auf Wodka, welchen ihr von den Charakteren cooler findet, quasi variieren. Ich habe dementsprechend auch vier Kopien von den meisten drin, beziehungsweise könnt ihr einfach die anderen zwei dann austauschen, und macht eigentlich nicht wirklich viel aus. Es geht nur darum, ich fand halt Wermut besser mit, weil sie halt ein Einser ist und Gin ist halt zum Beispiel ein Level 2 Charakter. Jawohl, dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter mit unseren nächsten Wermut-Karten, und zwar unser Member of Black Organization. Habe ich zweimal die Doppel-R drin. Die sind aus dem Booster mit 4000, 1001. Und zwar ebenfalls, wir können sie nur holen, und zwar einmal pro Zug. Deswegen wird auch sehr, also würden auch mehr als zwei Kopien, glaube ich, gar nicht so viel Sinn machen. Ihre Callkost ist ebenfalls, wir müssen eine schwarze Organisation Charakterkarte vom Feld auf die Hand zurücknehmen, und dann, wenn sie aufs Feld kommt, während sich eine andere Organisationskarte bei uns auf dem Feld befindet, dürfen wir zwei Karten ins Gage laden und zwei Karten ziehen. Ist halt echt stark. Dann habe ich dreimal unsere Wermut, die Witch of a Thousand Faces mit 6000, 1001. Für Ambush, und zwar Ambush ist ein ziemlich geiler Effekt, habe ich jetzt hier mitbekommen. Den hat, so viel ich weiß, hier in dem Deck Wermut und Bourbon. Und die Wermut hat eben den Effekt, wenn wir sie von der Hand vorzeigen, dann können wir sie quasi callen. Und das ist eben ihr Effekt. Und wenn sie das Spielfeld betritt, können wir eine Karte des Gegners resten. Das ist schon ziemlich stark, weil das halt ein Counter-Effekt im Endeffekt, weil dieser Ambush zusätzlich zu dem Counter-Effekt jederzeit spielbar ist, beziehungsweise wenn sie angreifen. Und da mache ich direkt weiter mit den letzten zwei Wermuts in dem Deck, und zwar die Master of Disgust. Unsere Callkost für 1 und eine schwarze Organisation Charakterkarte ebenfalls auf die Hand schicken, weil das cool ist, das können wir dementsprechend oft in der Battle Phase machen und lässt sich halt sehr schön spielen. Und dementsprechend lässt sich halt dann auch öfter angreifen und Schaden zufügen. Und ebenfalls als Counter, und wenn sie das Feld betritt, kriegen wir einfach 3 Leben. Mit 6000, 1001 auch ganz geil eigentlich.
So, dann haben wir endlich unseren ersten Wodka. Und zwar beziehungsweise den ersten nächsten Charakter. Gin Subordinate Wodka mit 3002 Critical. Für die Kollkost von 1 Gage und eine Organisationskarte zurück auf die Hand nehmen, also einen Charakter. Und wenn er das Feld betritt, können wir bis zu 2 Souls von dem gegnerischen Feld quasi weglegen. Den hätte ich theoretisch gern öfter spielen wollen, aber ich finde 2 reichen. Dann machen wir die 2 Wodkas noch, und zwar die Boss Wodka, also im Sinne von, er ruft das ja immer. Das fand ich halt ziemlich geil, als ich das hier so gelesen habe. Und sein Effekt ist, falls wir einen Gin auf dem Feld haben, kriegt er 5000 plus und ein Critical sowie auch Penetrate. Zusätzlich hat er auch wieder die Callkosten von einem Gage und eine Organisationskarte auf die Hand schicken mit 6000 und 2 Critical. Jawohl. Dann haben wir die nächsten 1er Charaktere, dreimal unsere Cloudy Suspicious Kier mit 4000, 2002. Auch eine der besten Karten im Deck, muss ich ganz ehrlich sagen. Und zwar, wenn die ebenfalls für ein Gage und die Return eine Organisationskarte das Feld betritt oder durch einen Karteneffekt, können wir eine Charakterkarte vom Gegner auf die Hand schicken, also ein Monster, und zusätzlich ein Leben erhalten und einen Schaden am Gegner verursachen. Das ist schon ziemlich stark, vor allem weil sie sich ja eh austauschen, die schwarzen Organisationscharakter bzw. die Männer in Schwarz. Dann haben wir unseren Bourbon zweimal drin, den Betrayal and Punishment mit Ambush ebenfalls, und wenn der eben von der Hand vorgezeigt wird, können wir eben dementsprechend einen gegnerischen Charakter 5000, 5000 und minus 2 quasi abziehen, also jeweils 5000 abziehen und eben nochmal 2 Critical, also der ist so ziemlich nutzlos, oder stirbt eventuell, und falls er das Feld betritt durch diesen Effekt allgemein, dann ziehen wir eine Karte. Und der andere Bourbon, den wir spielen, den haben wir auch zweimal drin, und zwar den Informant-Bourbon. Ebenfalls mit Ambush und 6000, 2002, ist es schon stark für einen Level 1er Charakter, glaube ich. Wenn er das Feld betritt, können wir die oberste Karte unseres Decks in den Gage legen und einmal legen und ein Leben dazu kriegen. Und falls er durch den Karteneffekt aufs Feld kommt, können wir eine gegnerische Gage-Karte droppen und ihm zusätzlich einen Schaden zufügen. Das ist auch ordentlich. Jawohl, dann machen wir direkt weiter mit unseren Level 2 Karten. Und da ist dann direkt unser Gin. Und zwar, den habe ich natürlich nur einmal gezogen. Nachdem wir so lange gewartet haben, habe ich mir gedacht, ja, zeige ich euch trotzdem jetzt noch das Deck-Profile zu unseren Männern in Schwarz. Den hatten wir ja damals letztes Jahr irgendwann in unserem Display gehabt. Den Brutal Man Gin, und zwar auch nur einmal als Doppel-R, für 2 Gage und eine Charakterkarte auf die Hand zurückgeben, können wir eben ihn quasi holen mit 8000, 5000 und 2, ist auch nicht schlecht. Und wenn er das Feld betritt, kriegt er für diesen Spielzug plus 1 Critical, und seine Angriffe können nicht negiert werden bzw. nullified. Und der Schaden kann nicht reduziert werden, solange er alleine angreift. Und er hat eben auch Double Attack noch zusätzlich, sowieso immer. Und ja, ist auch ordentlich eine starke Karte. Dann haben wir zweimal aus dem Starterdeck unseren Cruel Mansion. In Foil natürlich, weil wir haben ja jeweils nur einen gehabt. In jedem Starterdeck auch für 2 Call Cost und eine Karte auf die Hand zurückschicken der schwarzen Organisation. Und wenn er das Feld betritt, können wir bis zu einen oder kleiner Charakter, schwarze Organisationscharakter von unserer Dropzone beschwören, und zwar für die Call Cost. Und er hat ebenfalls Double Attack mit 8000, 5000 und 2 Critical. Jawohl, da haben wir noch zweimal unseren
Cautious Man, hätte ich jetzt gesagt. Und zwar ebenfalls mit Double Attack. Und wenn er das Feld betritt, beziehungsweise wenn er, nee, nicht wenn er das Feld betritt, sogar wenn er nämlich angreift und eine gegnerische Charakterkarte zerstört oder dem Gegner wird Schaden zugefügt, können wir eine Karte auf dem gegnerischen Feld zerstören, ein Leben kriegen und einen Schaden an den Gegner verursachen. Wo ich mir auch gedacht habe, mit 10.000, 3.000 und 2 ist schon ordentlich. Und die letzten zwei Djinns, die wir spielen, sind die Member of Black Organization Djinns. Die könnten wir theoretisch austauschen, würde ich fast meinen, für die Buddy-Variante an der Stelle. Und zwar, weil wir den einfach, wenn wir zwei Starter kaufen, 8 Stück haben. Mit 7.000, 6.000 und 2. Und zwar für die Call Cost für 2 Gage und ein Black Organization Charakter zurück auf die Hand schicken, können wir, wenn er eben angreift oder auch durch Counter gerufen wird sozusagen, einen Charakter vom gegnerischen Feld zerstören und 2 Schaden dem Gegner hinzufügen und er hat ebenfalls Double Attack. Also schon, also habt ihr gesehen, ja, alle Djinns haben im Endeffekt Double Attack. Dann habe ich noch einmal als Level 2er bzw. Größe 2 den Charakter, die Rie, unser Member of Black Organization, mit 6.000, 2.000 und 2 und den Call Cost für 1 Gage und eine Karte vom Deck in seinen Soul packen, beziehungsweise in ihr Soul. Und falls wir den Counter aktivieren, können wir einen der folgenden Effekte aktivieren. Oder eben auch beide wählen, aber eben nur einmal pro Zug, je nachdem. Und entweder wir zerstören eine Größe 2 oder niedriger Karte vom Gegner, also einen Monster, oder wir zerstören ein Event oder Item. Zusätzlich hat sie Penetrate, Double Attack und Soul Guard, also auch ordentlich. Und dann haben wir noch die letzten zwei Charakterkarten, da habe ich wieder die Nuller genommen, und zwar den Scotch, der, wenn wir ihn von der Hand aufs Feld beschwören, quasi eine Organisationskarte 3000 Power gibt bis zum Ende des Zuges und selber 2000, 1001 besitzt. So, dann mache ich weiter mit unseren Eventkarten, beziehungsweise in dem Fall sind natürlich die Spells für das reguläre Bodyfight, aber bei unserem Detektiv Conan, beziehungsweise bei den Promo Editionen, sage ich jetzt einfach mal, im Promo Boostern sind es natürlich Eventkarten. Da habe ich zweimal unsere Last-Stop-Karte, wo wir einfach zwei Karten ins Gage laden. Zwei Karten ins Gage laden. Ja, wir können jeweils eine Karte ins Gage laden, eine Karte ziehen und ein Leben kriegen. Dann habe ich einmal zum Suchen unsere Top-Secret-Project, wo wir einen Größe 2 oder größer schwarze Organisationscharakter von unserem Deck unserer Hand hinzufügen können. Und das Deck dann eben mischen und wir können eben nur eine pro Zug spielen. Also können wir in dem Fall direkt einen Djinn raussuchen. Dann, meiner Meinung nach, die beste Eventkarte im Deck. Deswegen habe ich auch 4 Stück reingetan. Unsere Are You Ready? Und zwar mit dem Counter für Nullify the Attack. Und wir können sie natürlich nur im gegnerischen Zug spielen, wenn er uns angreift. Und zwar, falls wir eine schwarze Organisation auf dem Feld haben, können wir die obersten zwei Karten ins Gage laden. Was er ja in der Regel macht. Dann haben wir Organisationspressure, und zwar den Druck, den die AI im Hintergrund spürt, mit einem Gage und Nullify Attack. Und wir können eine Black Organisation von der Drop Zone auf die Hand holen und einmal unsere Black Organisation Pulling the Strings in Secret. Jawohl. Für als Counter-Effekt, und zwar falls wir eine Organisation auf dem Feld haben, können wir einen Größe 1 und niedriger von der Drop Zone quasi für die Call Cost beschwören und ebenfalls nur eine pro Zug spielen, quasi eine, ja, Zurückhol, Wiedergeburt, und zweimal unsere Astonishment für ein Gage und Counter-Effekt. Ihr könnt eins der folgenden zwei, entweder ein Monster auf dem Feld zerstören oder ein Event oder Item zerstören.
Dann habe ich einmal unser Event, den Manhunt, mit unserem Trin. Und zwar. Wir können sie nur spielen, wenn wir öfter als dreimal oder dreimal angegriffen haben. Und zwar können wir die obersten drei Karten unseres Decks anschauen, eine davon wählen, unsere Hand hinzufügen und den Rest in den Gage laden. Dann habe ich noch zweimal unsere Set Spell, und zwar die Mystery Train. Und zwar kriegen alle unsere schwarzen Organisationscharakter 3000 Power allgemein. Und wenn eine schwarze Organisation Charakter unser Feld betritt oder durch einen Effekt das Feld betritt, dürfen wir die oberste Karte in den Gage laden und eine Karte ziehen, und der Effekt aktiviert sich eben maximal einmal pro Zug, was halt auch geil ist eigentlich, ne? Jawohl, dann habe ich die letzten zwei Typen an Karten, und da habe ich jeweils zwei Stück drin, und zwar unsere Handgun, unsere Itemkarte. Davon haben wir leider vier Stück, aber ich habe gedacht, na, zwei reichen eigentlich, und zwar unsere Feuerhand bzw. die Handschusswaffe und den Revolver von Jin für 5000 Power und ein Critical, ist auch ganz okay für ein Gage, und eben die oberste Karte in den Soul legen. Wir können mir die angreifen, falls ein Charakter im Sender liegt, was geil ist. Dann, wenn sie angreift, verliert eine gegnerische Karte vom gegnerischen Feld 5000 Verteidigung, und falls sie angegriffen hat und ein gegnerischer Charakter wird zerstört oder wir Schaden zufügen, dürfen wir eine Karte ziehen und der gegnerische Gage wird um 1 reduziert und wir fügen zusätzlich ebenfalls noch einen Schaden zu. Also ja, genau. Und die geilste Karte eigentlich auch mit ist, vom Artwork her finde ich halt auch einfach die Szene aus dem Film bzw. aus der Serie mit Orders from the Boss. Und zwar, wenn der Gegner 4 oder weniger Life hat, dann können wir sie spielen. Ebenfalls brauchen wir einen Organisationscharakter. Wir zahlen 2 Gage und haben als Impact quasi den Effekt, einen Schaden pro verschiedene Black Organisationscharakterkarte in unserer Drop Zone dem Gegner zuzufügen, was ich halt auch geil fand. Und jawohl, an der Stelle, das war es eigentlich schon für den Deck Profile. Ich hoffe, es hat euch gefallen an der Stelle. Ja, tut mir leid, dass es so lange gedauert hat mit dem schwarzen Organisations-Deck-Profile im Vergleich zu den anderen mit Shinichi und Conan, seinen Freunden. Könnt ihr gern auch anschauen, ist mit in der Playlist vorhanden. Ansonsten lasst mir gern ein Like da, einen Daumen nach oben, oder ich würde auch mich natürlich auch über ein Abo freuen an der Stelle. Ja, folgt mir gern auch auf Instagram oder Twitter, schreibt mir was in die Kommentar-Deckbox, was euch an den schwarzen Organisationen Charakteren eigentlich gut gefallen hat, beziehungsweise was ihr eigentlich gegen die schwarze Organisation machen würdet. Die Männer in Schwarz sind schließlich auch euch auf der Spur, wenn ihr Scheiße baut. Und ja, an der Stelle würde ich sagen, macht eigentlich einfach, was ihr wollt, wie immer. Und wir sehen uns im nächsten Video.